Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge der Pokémon Schild Nuzlocke Challenge. Wir gehen nach Claw City, da wo wir auch hingehen sollten. Letzte Folge hatten wir ja ein klein wenig Encounter suchen und sowas. Ich denke, wir haben jetzt sogar relativ viele Encounter, dass wir auch erstmal weitergehen können. Ich meine, die Naturzone ist natürlich riesig und wir haben super, super viele Encounter. Dementsprechend kriegen wir da, glaube ich, auch noch gut was hin. Claw City finde ich, ehrlich gesagt, immer wieder eine recht coole Stadt. Auch relativ schön, einfach wegen diesem Drachen-Theme. Kleiner Spoiler an der Stelle, hier ist ja auch die achte, wie heißt die? Arena. Genau. So, Bettis und Rose sind hier. Rose war der Direktor und... ja, lieber Präsident Rose... gestatten Sie mir, Ihnen Bericht zu erstatten. Meine Mission, Mondsterne und Orden zu sammeln, schreitet reibungslos voran. Ja, ja, das freut mich aber natürlich, Bettis. Weiter so. Ich meine, vergiss nie, wer dir die Empfehlung für die Arena-Challenge gegeben hat, ne? Du Saftsack. Ja, natürlich. Ich denke immer dran und bitte versuchen wir nicht schon wieder den Arsch. Bitte. Hier geht es nicht um ein privates Problem, das mich betrifft. Es geht um die Zukunft Galas. Und Gala braucht nun mal nicht die Brunnensterne, sondern ich. Also, von dementsprechend, bitte bringen Sie mir einfach. Bitte, danke. Ja, kein Problem. Aber wozu, wenn ich was fragen dürfte? Hm? Hier, das geht dich mal gar nichts an, okay? Cool, danke. Alter Bettis, bitte, geh mir nicht heute auf den Sack. Danke. Na, Boosterbox, ich hoffe, du hast gut zugehört. Mondsterne sind rätselhafte Steine und ich habe die Technologie dahinter entwickelt, weil ich einfach der Coolste bin, ja. Und naja, wenn man... gewaltige Energien braucht, dann braucht man gewaltige Energien von Mondsternen. Ist doch ganz, ganz logisch, oder? So ein Saftsack. So ein Saftsack, ich sag's euch. So, aber wir gehen jetzt erstmal Pokémon heilen, weil ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal gemacht haben. Und lieber gehe ich jetzt, statt irgendwann später. So. Und wir müssen gleich noch... Ich weiß gar nicht, wollten wir irgendein Pokémon austauschen? Ich weiß, dass wir einen Vulpix gefangen hatten. Aber, ja, komm. Boah, das müssen wir unbedingt machen. Weil es geht mir echt auf den Senkel. Nein, ich wollte jetzt nicht speichern, ich wollte auf die Pokémon. Ich weiß nicht, ob wir ein Pokémon austauschen wollten gegen Jule. Bin ich mir nicht mehr sicher. Und wir brauchen hier noch zwei Namen. Obwohl ich glaube, dass die beiden jetzt erstmal vor allem für Lilu nicht so im Vordergrund stehen, dass wir die brauchen. Babam, babam, babam. Wenn dann gegen Loser Girl. Aber Loser Girl hat halt eben letzte. War es letzte Folge? Vorletzte Folge echt gecarried. Ich glaube, wir machen erstmal so weiter. Und gucken, was so bei rumkommt. Ich weiß nicht, was die nächste Arena ist. Dementsprechend machen wir einfach mal weiter. Was müssen wir machen? Du triffst im Stadion. Ich weiß gar nicht mehr, ob das hier ist oder woanders. Ja, doch. Ist hier. Die Drachenarena. Und rechts ist dann Le Endboss. Dieses Gebäude fungiert als Stadion und als Energiewerk. Weißt du, weil wir einfach cool sind und nicht nur eins brauchen, sondern zwei in eins. Ja, komm. Das, ist die größte, bodenloseste Lüge, die du mir je erzählt hast. Aber, ja. Schön, wie du das mit der Energie erzählst. Blibablub. Aber, wir machen jetzt einfach weiter. Route 6. Okay. Dann machen wir auf Route 6 weiter. Oh, ist das Nio? Ist das Nios? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, das ist Nios. Arena. Oh oh.
Jetzt kommt auch noch Delion. Ich hasse den. Na, Booster Max, wie läuft's? Ich bin natürlich der Beste, bei mir läuft's immer gut. Wie sieht's aus? Sammelst du fleißig Orden? Ich meine, du willst ja alle haben, damit du gegen den Besten antreten kannst, oder? Also, mich. Sag mal, weißt du zufällig, was mit Hopp los ist? Der ist irgendwie ein bisschen verwirrt. Und ist so kreidebleich. Weißt du? Als ob ich ihn besiegt hätte, aber ich habe gar nicht gegen ihn gekämpft. Mhm. Ich dachte, du weißt es, weil du sein Rivale bist, weißt du? Weil Rivalen wissen einfach über einen Bescheid oder so. Ich weiß nicht, ob er Freunde mit Rivalen, Ja, er hat gegen Pettis verloren. Einen Kampf zu verlieren tut weh, das ist völlig normal. Aber man muss aus seinen Fehlern lernen. Ich meine, sonst kann man nie so gut werden wie ich. Mhm. Hoppla. Hopp muss wohl ganz schön durch den Wind sein. Hoppla, hopp. Naja. Ich muss mal bei meinem Rivalen vorbeischauen. Roy, du kennst ihn bestimmt. Ist der 8. Arena-Leiter. Da warst du gerade. In seiner Arena. Naja. Scheiß drauf. So. Ab dafür. Zack, zapp, zapp. Ah, hier ist Roy. Reden wir mit Roy? Müssen wir mit Roy reden? Lass uns mal mit Roy reden. Du bist doch einer von diesen Trainern, oder? Von Delion, oder? Und dein Name ist Moment. Warte, ich hab's gleich. Ich muss kurz in meinem Telefonbuch nachgucken. Ah, Boosterbox, genau das war's. Delion scheint großes Potenzial in dir zu sehen. Naja, du scheinst bestimmt einiges auf dem Kasten zu haben, aber wenn du gegen mich antreten willst, brauchst du erst 7 Orden. Tja. Naja. Egal, ich werde dich sowieso platt machen, also bis später. Ich mag Roy eigentlich. Also Roy ist eigentlich ganz cool, nur blöderweise hat er die schwächste Arena bekommen. Das ist leider echt doof. Aber... Ach, jetzt kriegen wir erstmal gesagt, hier die Legende, ne? Da war das doch, oder? Ich glaube schon. Jetzt wartet doch Sanya auf uns. Oder? Yes. Die zwei. Ah, du bist es ja. Schau mal. Das ist unglaublich, oder? Die auf diesen Wandteppichen hier sind Episoden von der Gala abgebildet. Oh mein Gott, ich krieg die Stimme nicht mehr ganz hin. Warte, ich krieg's hin. Hier. Oh Gott. Hier sieht man zwei Jünglinge, die einen Wunschstern betrachten. Doch dieser Wunschstern ist gar nicht so toll und schön, wie er eigentlich dachte. Er ist böse und bringt Unheil. Doch sie schafften es mit Schwert und Schild, das Unheil zu bewahren und haben Gala gerettet. Und plötzlich haben sie Kronan. Lululu. Ja, ist eine super Geschichte. Mega geil. Ich sag jetzt nicht, dass es mir egal ist, aber... Schon. Schon so ein bisschen. Ja. Jawohl, ich krieg 2 Beleber. In einer Nuzlocke bestimmt das Beste, was man braucht. Gut, lassen wir das lieber. Gehen wir wieder runter, denn ich habe wirklich keine Lust mehr auf diese... Auf die Sanya. So. Gehen wir diese Treppe runter. Ach, Digga. Roy. Lass mich. Ich will weitergehen. Na, haben dir die Teppich gefallen? Ja, habe ich selbst gemacht, weil ich einfach cool bin und Delion hat sowas nicht. Hm? Ja. Mhm. Naja, ich will auf jeden Fall den Superstar Delion schlagen. Aber du musst erstmal auf Route 6. Warum sagen mir alle, dass ich auf Route 6 muss? Das ist schön, dass ich auf Route 6 muss, aber dann lass mich doch mal auf Route 6, ey. Wirklich. Wirklich. Ich hasse das. Begib dich nach Passback. Ich glaube, das ist wirklich Nios. Da hatte ich bei meinem richtigen Playthrough, hatte ich da echt Probleme. Oh, aber Route 6 ist auch ein neuer Encounter, fällt mir gerade ein. Was ein süßes Salanga. Pop.
Ich dachte, das sind die größten Fans von Mary. Was ist denn mit der jetzt los? Dürfte ich hier eben mal durch? Ich bin auch ganz leise, damit eure Pokémon nicht aufgeweckt werden. Alles klar. Okay. Daran kann ich mich gar nicht erinnern, dass sie eine Oma durchlassen. Hey Boosterbox, komm, lass uns nach Passback gehen. Ah, Tag. Ihr seid von Team Yell, stimmt's? Ihr müsst bestimmt mal kurz. Wir müssen kurz hier durch. Also. Nix da! Ihr seid Kinder und Kinder sind bekannt dafür, dass sie immer und überall Lärm machen. Außerdem habt ihr Challenge-Bänder. Und das heißt, ihr seid Arena-Challenger. Tja, Pech gehabt, Arena-Challenger lassen wir halt eben einfach nicht durch. Ihr weckt mir mit eurem Getrampel am Ende noch das arme kleine Salanga auf. Oh Mann, was ist denn mit den Idioten? Naja, die nächste Etappe. Let's go, lass uns gegen sie kämpfen. Geht's noch lauter, dass ihr Salanga aufpackt? Ich glaub bei euch Angst. Genau deshalb mag ich keine Kinder, ihr dummen Rüpel. Wirklich. Ich hasse die aber auch. Ich hasse die. Immer diese Wichskinder. Stinkepoo gegen Loser Girl. Ah ja. So ein Ding ist das nämlich. Level 29. Meinst du, wir sind ein bisschen underlevelt? Scheiße. Was machen wir denn da jetzt? Ich hab wirklich ein Problem. Wir haben ein Skunkapoo, ne? Frage ist wirklich, was ich jetzt mache. Das Problem ist, Level 29 ist halt eben wirklich sehr weit drüber von dem, was ich habe. Hat Skunkapoo? Ja, ist ja hier, wie heißt Gift und nicht, ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall raus. Soweit ist bewusst, oder? Haben wir irgendwas? Eine Nitro-Ladung? Ne, wir haben sonst nichts. Mit Lenny würde ich jetzt reingehen. Normalboden. Um deine Dampfwahl zu drücken, weißt du? Ich muss. Boden ist das Einzige, was wir können. Da kommt der Biss. Die sind sogar schneller. Boah. Macht gut Schaden. Edith sinkt. Da kommt nochmal ein Biss. Den überleben wir. Easy. Gar kein Problem für den King. Machen wir mal die Dampfwalze. Skunkapoo besiegt. Puh. Die Frage ist, haben wir jetzt schon umgestellt gehabt? Hatten wir letzte Folge umgestellt? Weiß das irgendjemand, ob wir umgestellt hatten? Nee, haben wir einfach nicht. Wir haben halt eben den Doppelkick. Nur die Frage ist, ob es das ist. Aber wir haben wir sonst noch was? Nee, ne? Wir haben Käfer rein theoretisch, ne? Haben wir Käfer? Ja, haben wir. Aber Doppelkick ist es halt, ne? Oder? Ja, komm. Level 30. Er ist schneller als wir. Der Angriff sinkt. Ach du heiliger Strohsack. Oder wir holen Dave rein. Nee, wir müssen jetzt erstmal kurz heilen. Wir heilen Lenny. Wir dürfen ja einmal heilen. Nur nochmal, um das nochmal gesagt zu haben. Einmal dürfen wir.
Ich hätte nochmal angreifen sollen. Ist auf plus 1, ne? Der okay haut uns schon nicht. Der okay haut uns schon nicht. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Du kriegst die Tür nicht zu. Wir haben hier einen Ruckzuck-Hieb drauf. Wir haben hier einen Ruckzuck-Hieb drauf, aber wir sind dann eben auch auf minus 1. Eigentlich müsste das reichen. Eigentlich. Und eigentlich habe ich auch ein bisschen Angst. Und eigentlich müssen wir das drücken. Oh, ich kann da nicht hinsehen. Komm, Lenny. Ja! Ja! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe. Lenny. Sehr stark. Sehr, sehr stark, Lenny. Boah, Junge, Junge, Junge. Ich hab richtig Angst gehabt, ey. Die Musik ist so fröhlich. Hör auch so fröhlich zu sein, Musik. Wie, die gehört dir? Rudi, was hast du gemacht? Cleopatra da. Jetzt ist die Frage, ob wir geheilt sind. Und sind wir geheilt? Nein. Das ist schlecht. Vor allem, weil wir dasselbe Problem haben wie gerade eben. Level 30. Ach du Heiliger. In was habe ich mich hier reingestürzt, ey? Ich glaube, wir werden jetzt ein Pokémon für den. Level 30er Cleopatra. Kratzfurie. Macht mir nicht so viel. Flammkörper. Oh, Flammkörper. Stark. Stark, Loser Girl. Komm, jetzt die Antikraft. Die gibt mir jetzt noch einen Omniboost. Ich liebe das Wort Omniboost übrigens. Ja, 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 Loser Girl. Genau so. Jawohl. Sind wir jetzt schon schneller? Noch nicht. Wir sind einfach immer noch nicht schneller. So stark, ne? Schade. Na egal. Sandwirbel. Das ist doof. Genauigkeit sinkt. Natürlich. Wenn ich die Rauchwolke eingesetzt hätte, es würde nichts bringen. Aber der Sandwirbel, der macht jetzt alles kaputt. Komm, machen wir Rauchwolke, wenn die durchkommt. Das ist schon Schnieke. Aber die kommt auch nicht durch, ja? Ja, natürlich. Das Gute ist, wir haben die Verbrennung halt eben auf unserer Seite. Wenn die Rauchwolke jetzt nicht durchkommt, müssen wir halt eben angreifen. Ich hasse das hier gerade. Genauigkeitsdrops, die sind so unfair, weil ich kann nichts dagegen tun. Dann machen wir nochmal eine Antikraft. Mal gucken, ob die durchgeht. Auf minus 3 Genauigkeit. Okay, für mich. Ich treffe sowieso nicht. Der eine hätte gereicht. Ich sag's ja nur. Bei minus 3 geht's durch, aber bei... Also, manchmal verstehe ich das alles nicht. Egal, wir haben gewonnen. Wegen dem Omniboost, der ist schon stark. Also der Omniboost, ich liebe den. Ich liebe das einfach. Jawohl, Dave 28, Horror Dead 26, ist auch gut. Der Boss kriegt den Tiefschlag. Das ist doch genau das, was ich habe. Ja, Schmeichler, weg damit. Schmeichler braucht kein Mensch. Obwohl, ich weiß auch nicht, ob Verhöhner irgendjemand braucht. Ich glaube eher weniger. Egal, der Tiefschlag ist schon stark.
So, können wir jetzt bitte gehen? Das arme Salanga, ey. Du und genau. Oh Mann, Boosterbox, du und Waggon, ihr seid echt ein Wahnsinns-Team. Okay, aber vorher Loser, also vorher Lenny war auch gut. Also nicht nur Loser Girl war gut, sondern auch Lenny. Spann ich jetzt mal Haupt. Kannst nicht einfach so einen Teil meiner Community ausschließen, das funktioniert nicht. Sonst kriegen wir beide nämlich ein Problem, Lenny. Nicht Lenny, hopp, hopp, oh nein, Lenny, es tut mir leid, es tut mir leid. Ah, ich mag das. Ja, komm, hopp, ist mir egal, was du sagst. Geh einfach. Und das arme Salanga bleibt jetzt da. Lululu. Mach dich weg, Salanga. Mach dich weg. Ich brauch dich nicht. Verpisst. Was? So, Route 6. Wir haben also ein neues. Da bist du ja. Alter, was eine Oma. Ich bin Papella. Wenn du mehr über mich wissen willst, dann wirf einen Blick auf meine Liga-Karte. Ich will nicht mehr über dich wissen. Es reicht mir, dass ich weiß, dass du die Arena-Leiterin bist. Also, geh weg, bitte. Danke. Alter, geh schneller, bitte. Oh, wir müssen kämpfen. Unsere Pokémon sind einfach nicht geheilt. Bodenlos, ich sag's dir. Gehen wir zurück? Nee, brauchen wir nicht, oder? Ja, und wir haben hier auch auf jeden Fall einen Encounter. Mal gucken, welchen wir uns da gönnen können. Pipi. Was willst du denn hier jetzt mit Pipi? Ich mache mir Angst, Pipi in Hosen. Sorry. Aber die Frage ist halt eben, im Level 29 bleibt das so. Ich gucke jetzt gerade mal, ob die Levelkurve sich erhöht, was für ein Level Neo ist. Denn je nachdem müssen wir Level 34. Boah. Wir haben jetzt noch eine Route vor uns für Level 34, ne? Also eigentlich müssten wir schon ein bisschen leveln. Sag ich ja, nur mal so. Ne? Ich sag's ja nicht so. Ja, aber zurück zu Pipi. Wir haben keinen Stahl, ne? Nee, ne? Dann muss wohl der Boss. Der Boss hat aber auch Dings. Ja, lass uns das mal hier so machen. Haben wir schon den Stahltypen? Ich glaube, wir haben schon den Stahltypen, ne? Das ist sogar ganz gut, dass Captain drin bleibt. Metro, oh nein. Ist entspannt. Voll entspannt, danke. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Captain, was ist denn los mit dir? Captain? Nein, nein, das ist ein nein, nein, nein! Wie viele... Warte, aus dem Hagelsturm können wir trotzdem rauswechseln, ne? Das ist jetzt nicht sowas wie... Aua. Ah, ich dachte kurz, es ist ein Blizzard. Oh Gott. Ich kann das alles nicht mehr mit Metronom. Wirklich. Macht mir alles Angst. Ja, komm. Der Boss kommt rein. Ich muss jetzt einfach hoffen, dass ich keine Attacke zurückkriege, die mich komplett aus dem Leben schallert. Wäre echt super. Metronom ist halt eben auch einfach eine super Säurespeier. Das kriege ich gerade noch so getankt. Das war sogar ein Volltreffer. Stark. Ja. Natürlich auch noch der Spätzle-Drop. Ja. Logisch. So, aber der Giftschock. Der ballert gut rein. So, nochmal Metronom. Bitte tu mir nicht weh.
Geofissur? War da jetzt gerade wirklich eine Geofissur? Hilfe. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Giftschock. Giftschock? Oh yeah. Danke. Sag mir bitte, die hat nicht nochmal was. Bitte, ich will. Ich muss meine Pokémon heilen gehen. Oh nein, es geht weiter. Was hast du noch? Noch ein Pipi? Ein Pixie sogar. Ja, wir kämpfen weiter. Level 30er Pixie, aua. Ich habe schon erwähnt, dass ich vor Metronom wirklich Angst habe. Wassersäulen. Krieg ein zu viel. Wir haben gerade ein Pokémon verloren. Das gibt es doch nicht, oder? Also, kann man doch auch keiner erklären jetzt gerade, oder? Also wirklich, ich hasse Pixie und Pipi. Was ist denn mit denen? Ich hasse die wirklich. Das ist so... Ach, Mann, ey. Das nervt mich gerade wirklich. Dieses blöde... Weißt du, weil du kannst nichts reinholen, weil du hast immer ein Problem. Ja, da kommt Metronom und jetzt kriege ich einen Feuersturm ab, ha? Eine Dampfwalze. Die tank ich wenigstens. Oh Mann, ey. Ich habe halt eben nichts mehr. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Ich habe keine Giftattacken mehr, außer auf Dings gehabt. Oh, eine Attacke. Sie ist leider auch ein bisschen nervig. Auch nur ein bisschen. Ich muss weiter auf Rasierblatt gehen, ey. Energiefokus, okay. Ist okay für mich. Es macht so, also... Komm, ein Metronom noch tanken. Bitte, 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 Dave. Bitte, 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 Gegenstoß. Nein, 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 nein. Oh Gott sei Dank. Das war sogar ein Volltreffer. Dave, was ist denn da los? Tschüss. Gott sei Dank. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das wirklich nicht mehr. Kann doch nicht sein, dass wir an einem random Pixie ein Pokémon verlieren. Ach, das macht mich sauer, ey. Das macht mich wirklich sauer. So, müssen wir jetzt zurück? Ja, müssen wir. Oh, Mann, ey. Macht mich schon wieder, das macht mich schon wieder richtig, richtig sauer, macht mich das. Vor allem, weil der Boss einfach ein Pokémon ist, das wir nicht so einfach ersetzen können. Wir müssen also jetzt etwas ersetzen, was wir eigentlich nicht ersetzen können, weißt du? So, erstmal Pokémon heilen. Und dann... würde ich sagen, ihr kriegt in der nächsten Folge mit, was für ein Pokémon wir auf Route 6 fangen und was wir ins Team holen. Dementsprechend würde ich sagen, schaut gerne das nächste Video oder fangt von Anfang an. Und bis dahin, auf Wiedersehen und ciao!